So ungefähr soll unsere fertige Spinne einmal aussehen. Wenn ihr nur weiße Perlen habt, dann könnt ihr diese auch einfärben, so wie die hier. Habe mir aus Draht einen Ständer zum Trocknen gemacht. Und einfärben einfach mit Nagellack. Und hier habe ich Glitterlack genommen. Wenn der Draht steig wellig ist, mit einer Leimzwinge, die Acryl- bzw. Plastikbacken hat, glatt ziehen. Also vorne zusätzlich festdrücken und ziehen. Richtig kräftig ziehen. Es gibt Flachzangen mit Acryl- bzw. Plastikbacken, die speziell für Lackdraht sind, damit dieser nicht beschädigt wird. Steht auch unter dem Video bei Bezugsquellen. Und nun 5 Drähte abschneiden, die je 15 cm lang sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und nun alle 5 Drähte durch das Perlenloch schieben. Alle Drähte auf die gleiche Länge ausrichten. Und dann die Perle in die Mitte schieben, und zwar bei 7,5 cm. Und jetzt beidseitig, gleichzeitig alle Drähte umbiegen. Und vor der Perle mittig übereinander kreuzen, sodass der Kreuzpunkt mittig der Perle liegt. Und jetzt eine halbe Umdrehung rumdrehen. Die einzelnen Drähte sollen geordnet nebeneinander liegen und werden so nacheinander weggebogen. Ihr seht hier, sie liegen schön nebeneinander. 4 auf die Seite und den 5. zur Mitte. Und jetzt die andere Seite, so dass die Drähte oben liegen. Ihr seht, hier überkreuzt ein Draht, den nicht, sondern den direkt nebendran. Also wegbiegen und nebendran und den 5. wieder zur Mitte. Aus den mittleren wird das Kauwerkzeug der Spinne, so wie hier. Und diese mittleren 2 einmal um sich selbst drehen. Mit der Rundzange die Beißerchen rund biegen. Ihr könnt das auch mit einer Pinzette oder mit dem Finger biegen. So lang lassen, wie es euch gefällt, und abzwicken. Nun biegen wir die Beine zurecht.
Also hoch, runter. So seht ihr es besser. Hoch, runter. Etwa einen halben Zentimeter vom gedrehten Körper mit dem Fingernagel ansetzen und nach oben biegen. Und das gleiche auf der gegenüberliegenden Seite. Mit der Flachzange die nächsten Beingelenke, ca. 1 bis 1,5 cm von der letzten Biegung entfernt, nach unten biegen. Und das gleiche auf der gegenüberliegenden Seite. Die Beine spinnenmäßig auseinanderbiegen. Jetzt die anderen Beingelenke nach unten biegen. Und die Enden nach außen. Ihr könnt die Beine natürlich auch anders biegen. Macht es einfach so, wie es euch gefällt. Die Beine auseinander biegen und alles etwas flacher drücken. Und da bei manchen Spinnen das vorletzte Beinpaar kürzer ist, also das hier, könnt ihr das hier auch kürzen. Und fertig ist eure Gruselspinne. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch viel Spaß beim Erschrecken eurer Mitmenschen. Thank you.